Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Thema dieses Videos: Wie kann die erste Stufe bei Nacherfüllung scheitern? Dies ist eine Fortsetzung meines Videos Rechte des Käufers bei Pflichtverletzung. Ja, Rechte des Käufers bei Pflichtverletzung. Da sind wir. Ich fasse nochmal die wenigst wesentlichen Gedanken zusammen. Pflichtverletzung haben wir in diesem Video gesehen, ist eine Soll-Ist-Abweichung. Der Schuldner tut nicht das, was er tun sollte, oder er tut etwas nicht, was er tun sollte. Die Rechtsgrundlage finden wir im BGB, muss man vorher noch sagen, im BGB, und zwar ab 433, da sind wir im Kaufvertrag. Hier speziell sind es die Paragraphen 437, 439 und 440 im BGB. So, und wir haben gesehen auf die Frage, welche Rechte hat der Käufer bei Pflichtverletzung? Der Käufer ist der, der die Ware bekommt, und der Verkäufer ist der, der die Ware schuldet. In dem Fall, in dieser Position also auch der Schuldner. Diese Rechte sind zweistufig. Wir haben also eine erste und eine zweite Stufe. Hier ist die erste Stufe und hier ist die zweite Stufe. Und das ist tatsächlich hintereinander zu sehen. Das heißt, erstmal hat der Käufer die Rechte aus der ersten Stufe und dann hat der Käufer die Rechte aus der zweiten Stufe. Und die Rechte der ersten Stufe heißen Nacherfüllung. Nacherfüllung ist gleichzeitig ein Recht des Verkäufers, die Sache in Ordnung zu bringen. Entweder durch Reparatur oder durch Umtausch der defekten Sache. Das ist der Grundgedanke der ersten Stufe. Der Verkäufer kann nacherfüllen. Er kann es zeitlich verzögert in Ordnung bringen. Und erst wenn das scheitert, kommt man in die zweite Stufe, und da reden wir über die Rückabwicklung, also der Rücktritt vom Vertrag, die Minderung und ganz eventuell der Schadensersatz. Die zweite Stufe ist schwieriger zu erreichen. Wir sehen hier, dass der Gesetzgeber den Vertrag, so wie ursprünglich geplant, retten möchte. Deswegen gibt er der ersten Stufe diesen Vorrang hier. So, und jetzt nach diesem Vorspiel komme ich zu der eigentlichen Frage dieses Videos, denn jetzt habe ich nur noch mal die Gedanken des letzten Videos zusammengefasst. Noch einmal, welche Rechte hat der Käufer bei Pflichtverletzung? Das ist die Fortsetzung hier. Dieses Video ist die Fortsetzung. Schauen Sie also bitte das andere Video, wenn Sie gerade hier in diesem Thema drinstecken. So, jetzt ist die Frage, wie kann die erste Stufe, also diese Stufe hier der Nacherfüllung, wie kann die scheitern? Anders gesagt, wie kommt der Käufer zu den Rechten der zweiten Stufe? Wie kommt er also von hier nach hier, ja, zur zweiten Stufe? Das ist sozusagen die Frage dieses Videos. Wann kann er die Rechte der zweiten Stufe für sich nutzen, die da heißen Rücktritt? Ja, das Ganze wird rückabgewickelt, das heißt, der Zustand wird hergestellt, als kennten sich die beiden Vertragspartner gar nicht, oder Minderung, das ist der Vertrag wird beibehalten, aber zu geänderten Bedingungen, das heißt, der Kaufpreis wird gemindert, und eventuell, wenn wir den Rücktritt haben, also die Rückabwicklung haben, Schadensersatz statt der Leistung, das ist nochmal etwas schwieriger, ich schreibe nur mal hier eine Klammer hin. So, jetzt das Fragezeichen. Wie kommen wir von der ersten zur zweiten Stufe? Das ist also jetzt die Frage, wie kommen wir dahin? Und die Antwort lautet, es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist wahrscheinlich die häufigste, das ist nach Fristablauf. Denn für diese Nacherfüllung setzt der Käufer eine Frist, und zwar eine angemessene Frist. Eine angemessene Frist. Ja, innerhalb dieser Frist hat der Verkäufer das Recht, die Ware zu reparieren oder umzutauschen.
Und wir haben im anderen Video gesehen, dass der Käufer hier das Recht hat, zwischen diesen beiden Wegen zu wählen und der Verkäufer wiederum den gewählten Weg ablehnen kann, wenn der unzumutbar ist. Ja, das geht so ein bisschen hin und her. Bleiben wir hier beim Kern. Der Käufer setzt dem Verkäufer eine Frist für die Nacherfüllung. Der Verkäufer macht es nicht innerhalb der Frist. Dann ist der Käufer in der zweiten Stufe. Dann hat er diese Rechte, die hier oben stehen, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz statt der Leistung. Das ist die eine Möglichkeit. Insgesamt gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten, wie wir hier sehen. Die zweite Möglichkeit ist, zwei Fehlversuche. Das heißt, der Verkäufer tut im Prinzip alles, um die Sache in Ordnung zu bringen, nur er schafft es nicht. Und zwar zweimal. Er repariert, und das Ding läuft immer noch nicht, er repariert ein zweites Mal, das Ding läuft immer noch nicht, dann ist hier der Weg in die zweite Stufe. Und das dritte ist die eindeutige und endgültige Ablehnung. Die eindeutige und endgültige Ablehnung. Das heißt, der Verkäufer muss hier wirklich eindeutig und endgültig sagen, dass er das, was er machen soll, nämlich das in Ordnung bringen, die Ware in Ordnung bringen, nicht tut. Und zwar nicht nur heute, ja, also es, wenn der sagt, also hauen Sie ab, ich habe heute keine Lust, dann ist das zumindest keine endgültige Ablehnung, denn er hat sich ja auf heute bezogen. Die Ablehnung ist wahrscheinlich eindeutig, ja, keine Lust dazu. Aber sie ist nicht endgültig. Ne? Also das ist ein bisschen schwierig in der Praxis, das so zu fassen. Sie muss also eindeutig und endgültig sein. In der Prüfung hat man es hier etwas leichter, denn wenn dieser Fall gegeben ist, dann wird hier auch eine Formulierung gewählt, die eindeutig passt. Oder man muss aus der Formulierung erkennen, dass es eben keine endgültige Ablehnung war. Ne? Wenn der Verkäufer sagt, ich habe so eine Prüfungsfrage mal gesehen, ich habe heute keine Lust, dann ist es keine endgültige Ablehnung, ja, sondern eben nur für heute. Ich habe heute keine Lust, kommen Sie morgen wieder. Ja, das ist keine endgültige Ablehnung, ist also nicht der Weg in die zweite Stufe. Aber wenn die Ablehnung eindeutig und endgültig ist, dann geht es auch hier wieder von der ersten in die zweite Stufe. So. Damit hätten wir dieses Thema hoffentlich mal endlich geklärt. Die typischen Fallen in der Prüfung sind, dass die Leute nicht richtig vermittelt bekommen haben, dass es hier wirklich ein zweistufiges Prinzip ist und dass der Gesetzgeber das ernst meint, dass der sagt, in der ersten Stufe wollen wir erstmal gucken, ob wir die Sache nicht in Ordnung kriegen. Ja, das Bestreben des Gesetzgebers ist es, den Vertrag, so wie er abgeschlossen wurde, in dem Fall den Kaufvertrag, zu retten. Ja, zu retten. Und wenn das dann scheitert, dann kann man in der zweiten Stufe über eine Kaufpreisminderung reden, vielleicht über den Rücktritt und gegebenenfalls über Schadensersatz statt der Leistung. Das heißt, der Käufer will jetzt die Ware nicht mehr und will dazu noch Schaden, den er hatte, ersetzt bekommen. Ja, das ist dann noch mal ein bisschen schwieriger als Rücktritt oder Minderung. Und da will der Gesetzgeber nicht hin, sondern der Gesetzgeber will den Vertrag retten und das rettende Wort und der rettende Prozess heißt Nacherfüllung. Nacherfüllung heißt die Sache in Ordnung bringen durch Umtausch oder Reparatur. Alles Gute, Marius Ebert.